Hast du eigentlich schon mal diese Auswandersendung gesehen? Diese, ich gehe ins Ausland und kenne eigentlich nichts und spreche die Sprache nicht und so weiter. Ich auch nicht, ich weiß nur, dass es die gibt. Aber es ist interessant, wie über das Auswandern berichtet wird. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja diesen Kanal jetzt hier. Ich habe mir gedacht, pass auf, bevor ich was erzähle, ich zeige euch mal einfach diesen Ausblick. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, was ich hier sehe. Jeden Tag habe ich diesen Ausblick hier. Wow. Okay, pass auf. Ich habe mir gedacht, ich möchte mehr Leute erreichen mit dem, was wir hier machen und so weiter. Und habe verschiedene Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungsanstalten angeschrieben. Und wir wurden veröffentlicht, oder wir wurden veröffentlicht. Wir standen im Kevelerer Blatt, wir standen in der Osthessen-Zeitung, in den Osthessen-News. Ich wurde sogar im Radio interviewt von Antenne Niederrhein. Dieses Interview kannst du gleich im Anschluss an das Video hier sehen oder hören. Und jetzt heute ist auch in den Niederrhein-Nachrichten Artikel erschienen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, mit denen ich jetzt über diese Wochen diesen Kontakt hatte, diese Gespräche, diese super angenehme Gespräche. Super toll. Und auch immer diese Möglichkeit, wiederzukommen. Die Möglichkeit, wenn was Interessantes ist, schreib uns an, sag uns Bescheid. Wir können reden, wir machen das und so weiter. Deswegen freue ich mich sehr. Eine Frage an dich, wenn du mich jetzt über die Zeitung, über Rundfunk oder wie auch immer kennengelernt hast, wenn du mich nicht persönlich kennst, was interessiert dich von Mexiko, was interessiert dich von mir, warum bist du jetzt hier in diesem Video, was kann ich dir zeigen, was interessiert dich, was für Videos kann ich drehen, was schreibst du unten in die Kommentare, ich würde mich mega freuen. Wenn du mich persönlich kennst, weißt du, wir sind mega im Stress hier, wir sind knapp einen Monat hier, wir sind die ganze Wohnung alles am Renovieren, am Machen, damit wir hier leben können. Wir machen es so, wie wir es haben wollen, deswegen dauert es auch länger. Aber gut, ich würde mich auch mega freuen, wenn du mir sagen würdest, hey, was interessiert dich eigentlich hier von Mexiko, was interessiert dich von uns? Ich mache dieses Video kurz, jetzt im Anschluss kommt das Interview bei Antenne Niederrhein. Das ist natürlich lokal, also ich habe mich auch lokal, wo ich herkomme, wo ich studiert habe, heißt Niederrhein-Keveler bzw. Fulda, fokussiert, diese Personen auch angeschrieben oder Zeitungen, Radio und so weiter angeschrieben. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, wenn du dieses Video siehst und ich mit dir Kontakt hatte, du mich veröffentlicht hast. Vielen lieben Dank. Wenn du jetzt nur Zuschauer bist oder Zuhörer bist, abonnier den Kanal, wenn du es nicht gemacht hast. Like, Kommentar, was du gerne sehen würdest. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Teilt das Video und lasst es ganz viele Leute wissen, dass Mexiko richtig cool ist und mehr als nur Narcos und El Chapo und Tacos. Bis dann, alles Liebe, ciao. In eine andere Stadt zu ziehen, ist ja schon irgendwie eine Umstellung, ne? Aber dann nochmal in ein anderes Land zu ziehen, das ist dann nochmal etwas anderes. Zum Beispiel von Keveler nach Mexiko. Ja, genau das hat Thomas Sucheki gemacht. 4 Jahre lang hat er 32-Jährige in Mexiko gelebt, ist dann aber wieder zurückgekommen. Ja, und vor 2 Monaten, da haben er und seine Frau Keveler dann endgültig verlassen. Wir haben mit ihm über seine Gründe und vor allen Dingen auch Zukunftspläne geredet. Bevor die Entscheidung gefallen ist, da stand auf jeden Fall erstmal eine Frage im Raum. Möchte ich in Deutschland leben, wo ich zwar einen sicheren Arbeitsplatz hätte, wo ich gemütlich leben könnte, wo ich 6 Wochen Urlaub im Jahr haben könnte, oder ich eher ein Leben leben, wo ich da selber entscheiden kann, wann ich jetzt wohin gehe, mit wem ich essen gehe, wie spät ich aufstehe. Hört sich sehr frei an. Klar muss man dafür auch arbeiten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass hier das Leben noch unbeschwerter und viel freier ist als in Deutschland. Ja, und genau dieser Gedanke an die Freiheit war dann doch letztendlich der Grund, die Koffer zu packen. Dass man selber als Mensch doch individuell entscheiden kann, in welchem Winkel jetzt man sein Hausdach baut, wie groß das Fenster sein darf, wie grün das Gras sein darf, dass man als Mensch individuell entscheiden kann, wie man jetzt leben will und dass man sich nicht an so viele Gesetze, Vorschriften, Anordnungen, Verordnungen, Gebote, Verbote halten muss. Übrigens, Thomas hat hier bei uns als Lehrer gearbeitet in Mexiko. Da berät er jetzt aber Firmen und sein Ziel wiederum ist aber ein komplett anderes, denn er möchte in Mexiko einen Anlaufpunkt für Reisende aufbauen. So ein Ort, an dem du sagst, okay, Thomas, ich will nach Mexiko, wo komme ich hin? Dann sage ich zu dir, hey, komm zu uns und dann bist du erstmal hier. Schaust dich 3 Tage um und dann kannst du entscheiden, was du im Endeffekt machen willst. Willst du Kultur sehen, willst du Natur sehen, willst du mit den Leuten zusammen machen, willst du irgendwas essen und dann entscheiden wir vor Ort, was du hier machst.
Thomas Suchecki ist vor 2 Monaten mit seiner Frau nach Mexiko ausgewandert und was er noch über seine Gründe zu erzählen hat und wie das Leben in Mexiko überhaupt so ist, ja, darüber sprechen wir auch noch gleich hier bei uns bei Antenne Niederrhein. Über 9000 Kilometer Luftlinie trennen Kevela nämlich von Mexiko. Ja, für einen Urlaub ist das ja irgendwie machbar. Sich in Mexiko aber dann ein komplett neues Leben aufzubauen, das ist garantiert nicht ganz so einfach. Thomas Suchecki hat aber genau dieses gemacht, nachdem der Kevela jetzt mittlerweile 4 Jahre lang in Mexiko gelebt hat, sind er und seine Frau vor 2 Monaten dann endgültig nach Mexiko ausgewandert. Über seine Erlebnisse, da erzählt der 32-Jährige auf seinem YouTube-Kanal und dabei will er auch mit Vorurteilen aufräumen. Zum Beispiel, was die Gefahr durch mexikanische Kartelle angeht. Mit denen hatte er bislang noch keine Schwierigkeiten. Man ist insofern davon befreit, wenn du denen nichts Böses willst oder wenn du mit denen nicht in die Quere kommst. Und eigentlich kommst du mit denen nicht in die Quere, wenn du es nicht aktiv suchst, dann hast du damit eigentlich nichts zu tun. Also ich hatte noch nie was mit jemandem zu tun, bewusst, dass ich wusste, das ist jetzt jemand vom Kartell. Und wenn jetzt auch jemand sagt, ich möchte nach Mexiko kommen, was empfiehlst du mir? Klar, Cancun, die Halbinsel Yucatan und so weiter, sehr touristisch, da ist eigentlich alles sicher. Da bist du auch als Europäer sehr herzlich willkommen, nicht nur von deinem Geld her willkommen, sondern die Leute interessieren sich für dich als Person, als Mensch. Ja, klingt auf jeden Fall erstmal schön und ruhig, ne? Allerdings das Auswärtige Amt in Deutschland, das warnt auf jeden Fall trotzdem vor Reisen in bestimmte Gebiete in Mexiko. Das soll an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt werden. Übrigens mit seinem YouTube-Kanal, da möchte er aber noch etwas mehr erreichen. Ich glaube, jede Person hat irgendwo einen Traum, den sie sich nicht erfüllt oder nicht erfüllen will, weil sie eine gewisse Angst hat, die Komfortzone, in der wir uns gerade befinden, loszulassen und maximal im Sinne vom Reisen, das mal als Urlaub auszuprobieren. So viele Menschen lernen zum Beispiel Mexiko kennen als Touristen und es gefällt ihnen sehr gut. Aber wenige Menschen entscheiden sich dann tatsächlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal außerhalb der touristischen Gebiete und lerne mal das wahre Mexiko kennen. Der wichtigste Punkt, wenn mein Leben jetzt eine Inspiration für Menschen sein kann, ist es, zu sagen, okay, es gibt die Möglichkeiten, das Leben, das wir kennen, loszulassen und mehr kennenzulernen, mehr zu leben, als ich bisher gewohnt war. Ja, und der ehemalige Lehrer aus Kevela ist mit seinem Leben dort in Mexiko auf jeden Fall glücklich. Dennoch vermisst er etwas. Was ich am meisten vermisse tatsächlich vom Niederrhein, ist die Natur. Erstens das weite Grüne und dass ich mich aufs Fahrrad setzen kann und einfach irgendwo hinfahren kann und dann die Natur genießen kann. Das gibt's hier nicht. Also Fahrradfahren in Mexiko ist eher nicht so. Es gibt hier viel Natur, es gibt hier sehr schöne Natur, aber dieses man Fahrradausflug machen oder spazieren gehen, das ist Mexikanern völlig fremd. Und das ist was ich vom Niederrhein tatsächlich sagen würde, ich vermisse es. Okay, also das Fahrradfahren. Ich hätte jetzt mehr so an Fleischrolle Spezial gedacht oder so. Thomas Suchecki ist vor 2 Monaten mit seiner Frau endgültig nach Mexiko ausgewandert. Er hat auf jeden Fall mit uns über seine Erfahrungen und Eindrücke geredet und seinen YouTube-Kanal. Den haben wir euch noch auf unserer Homepage auf Antenne Niederrhein verlinkt.